Was lässt so viele Menschen immer empfindlicher werden? Das zu viel, das immer mehr ist, in einer starken Dichte daherkommt, sowohl persönlich als auch virtuell? Oder das, was ist und greifbar scheint, beanspruchen wir als Menschen persönlich, um daran teilzunehmen? Das Globale wird immer mehr zum eigenen, das es natürlicherweise natürlich nicht sein kann. Also es entsteht eine Entfremdung und ein persönlicher Umgang ist begrenzt und wird reizüberflutend ersetzt. Daraus resultierend eine Verletzung, eine Überforderung und ein sich angegriffen fühlen, ein missverstanden sein und trotz scheinbarer vielfältiger Möglichkeiten nicht mehr persönlich wahrgenommen und gewürdigt werden. Weil wir gewissermaßen persönlich interpoliert sind, also können, müssten, aber nicht sind, einfach nicht in der Lage sind. Wir werden in unserer Persönlichkeit also immer mehr zu einem Massenprodukt und unsere eigentlichen Bedürfnisse werden projektiv erzeugt und künstlich verlagert, aber nie wirklich befriedigt, sondern in einer immer größeren Projektion weiter von uns fort erzeugt. Und damit nochmal von uns selbst entfremdet. Es findet ein Verschwimmen mit künstlicher Intelligenz statt. Wir fühlen uns durch all das angegriffen. Wir wehren uns innerlich, unterbewusst, implizit und geraten trotz aller vermeintlicher Möglichkeiten immer mehr in den Rückzug oder im Gegenteil in die Offensive und damit in die narzisstische Kränkung, die weitreichende Folgen haben kann.